Me. What's in it for me? Das ist nichts anderes als eine falsche Wahrnehmung der Realität. Selbst in unserem Körper sind so viele andere Spezies. Und so viele andere Lebewesen, Bakterien und. There is no such thing as me. There is only us. Happy birthday, lieber Basti. Happy birthday to you. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Nehmen wir jetzt einfach mal ein großes. Ich finde es geil, weil ich nehme mir das hier, wenn Robert sich das jetzt nicht nimmt, weil er mich ärgern will. Das möchte ich natürlich. Na, das sieht auf jeden Fall richtig juicy aus. Ja, klar sieht das juicy aus. Ich kann mir aber auch das von Juni nehmen. Good morning, friends. Heute ist Urwaldtour. Mit Monika, unserem Guide, die uns in den streng geschützten Part von Białowieża führt, wo man ohne Guide auch nicht rein darf, wo man nicht die Wege verlassen darf, strongly protected ist. Der letzte Urwald Europas. Heute geht's auf Tuchfühlung. Mal schauen, was wir so für Wunder erleben dürfen. Let's see. About 150,000 hectares after the Second World War. Białowieża forest was divided into two parts. On Białorusian side, cover area about 87,000 hectares, and all area it's a national park. The forest man cut only dry trees near to the hiking trail or road. Yeah, but all wood stay in the forest. Bark tree. Mm. Yeah, looks like green carpet sometimes. Sweet. Yeah, moss is a very good cumulate water. Yeah, from last night. Yeah. Huh? Yeah, and protect trunk. Yeah. Yeah. This root system can stay in one place for a few thousand years. Yeah. This trunk maybe 150, mm-hmm. I think something like that, yeah. Nice. But look around the trunk, we have a lot of young lime trees, yeah, which grow from the same root system. Mm-hmm. When this old trunk turns over, mm-hmm. one of them starts to dominate, and genetically it will be the same tree. Habt ihr das gehört? Aus dem Wurzelgeflecht entstehen weitere Bäume und die sind genetisch der gleiche Baum. Was für eine schöne Metapher für die Oneness of everything. So ein Wald zeigt uns, das Konzept eines Individuums ist absoluter Humbug. In einem Wald kann nichts alleine gedeihen. Alles ist mit allem verbunden. So alleine in einem Baum sind so viele weitere Spezies mit verwoben. There is no such thing as an individual. Nur durch die Interconnectedness aller Teile dieses Ökosystems kann dieses Ökosystem so stark sein.
Da! Ein Fuchs auf Wanderschaft. Da, da hinten, ne? Da. Hier. Da, da. Da ist er. Das ist so gelblich, oder? Schmeckt nicht nach Regenwasser. Das ist richtig sauer. Das ist so sauer, hä? Oh, das ist eine seltene Spezies. Da. Da, ne? Auf dem Pilz. Ein berühmter Fuchspilz. Der. Da. Ja. Da. Super. Da. Ja, das. Und wieder dazu. Fuchspilz. Das ist cool, ne? But so far it seems that Homo sapiens doesn't realize the interconnectedness of all things, that our thriving depends upon the thriving of all the other living beings. That all comprise together Mama Gaia, one of our most essential needs is to breathe clean air, and the air gets purified by forests like these and by the phytoplankton that is in the oceans. And through our pollution of precious ecosystems like these, by 2050, it's estimated that there will be more plastic in the oceans than animals. Yeah, through that we undermine our own thriving, because we have no clean air to breathe, no food, no pure water. Yeah, let's see if Homo sapiens in time we realize the interconnectedness. If yes, chances are high that we will flourish into the future. Wo ist der Fuchs? Hm? Wo? Da! Ui! Ja, da ist sie. Hard skin, yeah, mm-hmm. And only wolves can cut uh-huh. This skin, uh-huh. Yeah. And then the raven are the second one. Yeah, uh-huh. Yeah. When the raven find dead bison, make a noise, mm-hmm. And wolves get their friends. Yeah. That's a nice cooperation. Yeah. Das ist immer wieder ein schöner Reminder, um zu sehen, diesen Individualismus hineinverfällt und denkt, ich. Mein Thriving ist verbunden mit dem Thriving von allem um uns herum.
Und deswegen ist für mich diese Perspektive, mit der wir hier auch bei Castoria unterwegs sind, diese systemischen Spiral Yellow, das, was wirklich der Realität nahe kommt. Und in diesem individualistischen Me, 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 what's in it for me? How can I have a good life? How can I thrive? Das ist nichts anderes als eine falsche Wahrnehmung der Realität. Weil selbst in unserem Körper sind so viele andere Spezies, sind so viele andere Lebewesen, Bakterien und. There is no such thing as me. There is only us. Und wenn ich meine Perspektive auf diese Art und Weise shifte, dann kann ich wirklich meine Rolle in dem großen ganzen Ökosystem Erde einnehmen. Die Rolle als Custodian, der all die wichtigen Bestandteile sieht, honored und mit der Frage geht, wie kann diese Symphonie des Lebens noch schöner klingen? There we are, back again. Jetzt geht's wieder aufs Fahrrad und dann wird nach Hause geradelt. Stunde. Hier einmal quer durch den Wald und dann sind wir wieder back home. Guter Tag. Haben keinen Wiesent gesehen, aber wir wissen, wo sie sind und wann sie sind. Das heißt, die nächsten Tage werden wir uns nochmal auf die Pirsch machen. What a beautiful area.